Hallo Britta. Hallo Patricia. Wie schön, dass ich jetzt mal hier im Gesundheitskollektiv sein kann. Ich war noch nie hier. Ja. Es ist ja ein bisschen, wir sind ja auf den Spuren von Rudolf Virchow, der seinerzeit um die 1850er herum das Gesundheitssystem reformieren wollte, hin zu einem sozialeren Gesundheitssystem, was auch durch den Staat mitfinanziert wird und wegführt von armer Medizin oder Medizin für die Armen hin zu Medizin für alle, Gesundheitsversorgung für alle. Mhm. Kannst du da anschließen, wie es hier aussieht im Gesundheitskollektiv? Gibt es da Verbindungen, Weiterführungen? Ja, das ist toll, wie du das sagst, weil als du anfingst zu reden, habe ich gedacht, ach, jetzt ist es irgendwie fast 200 Jahre später und wir machen genau das Gleiche. Wir wollen auch das Gesundheitswesen revolutionieren und wir wollen auch hin zu einer sozialen Medizin oder einer sozialeren Medizin. Und da fühle ich mich jetzt fast wie auf den Spuren Virchows, muss ich sagen. Ja, wir sind ja auch hier gestartet in Neukölln, ganz bewusst in einem Bezirk, wo ganz viele unterschiedliche Menschen mit ganz vielen verschiedenen Herausforderungen leben und haben uns überlegt, dass wir einen Ort schaffen wollen, der Gesundheit für alle ermöglicht und Gesundheitsversorgung für alle ermöglicht und der versucht, Leute auch zur Gesundheitsversorgung hinzubringen, die vielleicht in der normalen Versorgung Schwierigkeiten haben, irgendwo zu landen, irgendwo anzukommen, sei es, weil sie kulturelle Barrieren haben oder weil sie Sprachbarrieren haben oder weil sie finanzielle Barrieren haben oder weil sie psychische Barrieren haben. Also zu versuchen, möglichst vielen Leuten eine gute Versorgung zu ermöglichen. Mhm. Und deswegen sitzen wir halt hier mitten im Stadtteil und haben unsere Türen auf und jeder kann reinkommen. Und wer kommt dann so, also tatsächlich? Ganz unterschiedliche Leute. Also wir haben ja dieses Zentrum, so wie du es heute hier kennenlernen wirst, ja erst vor 2,5 Monaten so richtig eröffnet. Wir haben ja lange schon im Stadtteil hier gearbeitet als Gesundheitskollektiv mit verschiedenen Gesundheitsangeboten und dass wir hier tatsächlich in eine gemeinsame Immobilie ziehen konnten, das war erst, ja, ist erst ganz frisch sozusagen. Deswegen wirst du auch so manche Sachen hier noch sehen, die noch nicht ganz fertig sind. Und in diesen ersten 2,5 Monaten sind ganz unterschiedliche Leute zu uns gekommen. Das sind viele Leute aus dem Stadtteil, viele Initiativen aus dem Stadtteil, mit denen haben wir schon lange zusammengearbeitet. Selbsthilfegruppen, Elternorganisationen, migrantische Organisationen, die wir eingeladen haben, zu sagen, hier, guckt euch hier um. Mhm. Das ist das Gesundheitszentrum und verbreitet die Informationen. Und dann, also in euren Kreisen, und dann kommen die Leute hierher. Das sind alte Leute, junge Leute, arme, reiche, gut situierte, weniger so gut situierte. Ja. Welche mit Arbeit, welche ohne Arbeit, welche mit chronischen Erkrankungen, welche mit gar keinen Erkrankungen. Also ganz, ganz unterschiedlich tatsächlich. Okay, und das wird vom Gesundheitssystem finanziert, oder? Nee, noch nicht. Noch nicht. Also sagen wir so, oder so zum Teil. Also was ja unsere Idee ist, und da sind wir jetzt gar nicht ganz neu auf der Welt, sondern so etwas, wie wir es machen, gibt es in vielen skandinavischen Ländern, in angloamerikanischen Ländern, da nennt man das dann Community Health Centers, das ist also da schon ganz dolle etabliert. Unsere Idee ist zu sagen, wir brauchen ärztliche Versorgung, pflegerische Versorgung, soziale und psychologische Versorgung unter einem Dach. Ja, also die müssen zusammenarbeiten, als Team müssen die zusammenarbeiten. Und nicht, hier ist eine Praxis und da ist eine Beratungsstelle und da ist eine Pflegeeinrichtung, sondern es muss alles unter einem Dach sein. Ja. Und das ist letztendlich unser Anspruch für alle, weil wir glauben, dass Gesundheit ja nicht nur aus körperlichen Beschwerden oder der Abwesenheit von Beschwerden besteht, sondern dass unsere Gesundheit immer eingebettet ist in die Welt, in der wir leben. Also wie wir arbeiten, wie wir wohnen, wie wir in sozialen Beziehungen sind, wie wir Freunde, Freundinnen haben, beeinflusst, wie gesund oder krank wir sind. Ja. Wie wir auch, welche Ressourcen wir haben, um gesund zu bleiben, beziehungsweise um wieder gesund zu werden. Deswegen finden wir, dass
es möglich sein sollte, dass alle Menschen so eine Form von Versorgung eigentlich ermöglicht bekommen. Und wo sind wir jetzt hier? Ja, jetzt sind wir in unserem Café, in unserem Begegnungscafé. Da versuchen wir, so eine ganz einladende Atmosphäre zu haben, dass die Leute es leicht finden, in unser Zentrum hineinzukommen, nicht gleich zur Beratung zu müssen, sondern vielleicht erstmal hier einen Kaffee. Wir haben versucht, ganz viel selber zu machen und auch mit Leuten aus dem Stadtteil. Zum Beispiel haben wir selber gefliest und haben die Dinge hier zusammen eingebaut, planen hier ganz viel und hier werden noch viel mehr gemütliche Tische hinkommen und auch eine Ausstellung und verschiedene Aktionen, die jetzt nicht zwingend immer sofort mit Gesundheit zu tun haben, sondern einfach mit dem Stadtteil. So, und wo sind wir jetzt? Hier ist jetzt der Anmeldungs- und Wartebereich von der allgemeinmedizinischen Praxis. Hausärztliche Versorgung findet hier statt. Hier nebenan ist der Anmeldebereich für die kinderärztliche Praxis. Dort ist auch das Wartezimmer für die Kinder und die Eltern. Und dann haben wir hier direkt nebenan auch zwei Beratungsräume noch. Ja. Genau, da findet zum einen Pflegeberatung statt, also Unterstützung für Leute bei ihren medizinischen Diagnosen, Medikamenten, auch bei der Antragstellung von Reha-Anträgen oder so. Mhm. Und dann haben wir noch ein ganz schönes Zimmer für Kinder- und Jugendpsychotherapie, was wir auch für Beratung aber nutzen, für Eltern, die Schwierigkeiten mit Erziehung haben in ihrer Familie. Ganz niedrigschwellig erstmal auch ohne Therapie funktioniert. Okay. Als Besucherin hat man wirklich einen sehr familiären Eindruck, wenn man hier reinkommt. Ja, genau, das ist uns ja auch wichtig. Also, dass die Leute dann nicht nur ihre Hausärztin kennen, sondern irgendwie auch schon mal sehen, ah, das ist die Person, die Sozialberatung macht, die wirkt ja irgendwie auch nett, dass einfach dieses Vertrauen da ist, dass man eben Gesundheit in all diesen Facetten auch adressieren kann. Und was uns dabei auch wichtig ist, dass wir nicht nur hier im Zentrum sitzen und warten, dass die Leute kommen, sondern dass wir auch aus dem Stadtteilgesundheitszentrum rausgehen, in den Stadtteil rein und dort auch verschiedenste Arbeit machen. Wir machen Gemeinwesenarbeit, wir machen mobile Gesundheitsberatung, wir haben ein Projekt, wo ein Sporttrainer auf öffentlichen Plätzen mit Kindern Sport und Bewegung macht, aber dann auch immer in Dialog mit denen ist, um zu fragen, Was gibt es denn für Anliegen, für Probleme, wo können wir ansetzen, was können wir verändern? Okay. Genau, und ich glaube, danach geht es halt auch noch mal einen Schritt weiter. Also es geht nicht nur darum, für die Einzelnen eine gute Versorgung an verschiedenen Stellen herzustellen, sondern letztendlich auch Einfluss zu nehmen auf die Lebensbedingungen. Also ein sehr kluger Mensch hat mal gesagt, warum die Leute gesund machen, wenn man sie danach wieder zurückschickt in die Bedingungen, die sie krank gemacht haben. Mhm. Und auch das ist unsere Aufgabe, also zu gucken, wenn im Stadtteil etwas Gesundheitsschädliches stattfindet, dann müssen wir auch darauf aufmerksam machen können. Ja. Und damit wollen wir auch gesellschaftlich was bewegen. Ja. Ja, super. Tolles Konzept, tolle Arbeit. Weiter so, sag ich mal. Danke.